Amen. 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 Oh, ist das schön. Hallo. Amen. Mensch. Was für ein schönes Geräusch. Was haben wir das vermisst jetzt? 2 Jahre lang. Da immer, also es ist so toll. Ich kann endlich mal einfach wieder mein Tourprogramm und muss nicht viel dran ändern und kann das einfach so spielen. Ja, ich habe dann das durchgelesen, was vor 2 Jahren ich geschrieben habe. Ich habe gesagt, naja gut, okay, vielleicht doch ein bisschen leicht. Da habe ich auch ein bisschen Text mitgebracht, weil auswendig lernen lohnt ja nicht mehr in der heutigen Zeit, ne? Klar haben wir erst mal gedacht, so Anfang des Jahres, ey komm, den Krieg gegen Corona, den haben wir jetzt gewonnen, jetzt geht's auch dann bumm, zack, zack, kam das Nächste. Wir kommen ja aus dem Krisenmodus gar nicht mehr raus, oder? Zum Glück haben wir uns da ein bisschen dran gewöhnen können, an die ganzen Krisen in den letzten Jahren, oder? Der Boulevard würde titeln, wir Krisenriesen. Was wir schon alles hatten, erst war die Bankenkrise, das war das Erste. Die wurde dann abgelöst von der Eurokrise. Bevor die wieder abgelöst wurde von der Flüchtlingskrise, die blieb dann wiederum auf der Strecke wegen der Klimakrise und die war so lange präsent, bis die Corona-Krise kam. Dann kam die Ukraine-Krise, die eigentlich eine Russland-Krise ist, nachdem sich die Energiekrise und die Halbleiterkrise und die Lieferkettenkrise dazwischen versteckt hatten. Hartnäckig halten sich die Missbrauchsskandalkrise der katholischen Kirche, die Inflationskrise und die Hamsterkaufkrise. Könnt ihr mir das erklären? Ich bin seit Wochen, versuche ich rauszufinden, wofür brauchen die Menschen so viel Mehl? Also, wollen die irgendwie Guinness-Buch, dass sie den größten... Oder waren sie einfach nur sauer und haben gesagt, Sonnenblumenöl ist keins mehr da, nehmen wir halt Mehl, weil das Sonnenblumenöl war ja weg, wegen der, die alten Dieselmaschinen noch gefahren haben. Die haben gesagt, das ist ein Liter Sonnenblumenöl, kostet 8 Cent. Liter Diesel ist schon bei 2,10 € und mein alter Diesel fährt alles. Und dann haben die einkaufswagenweise voll vor den Supermärkten auf dem Parkplatz die Autos betankt und da haben dann wahrscheinlich die anderen aus Rache das Mehl in den Tank. Also anders kann ich mir es nicht erklären, weil also rational ist es wirklich nicht zu erklären. Das ist wie Krise, nur Krise und Krise. Ich bin ja mal gespannt, wann der erste Oberschlaue den noch nie postulierten Satz rauslässt, von wegen, wir werden auch aus dieser Krise stärker herausgehen, als wir in sie hineingegangen sind. Schau mal, wenn dieser Blödsatz stimmen würde, na, könnten wir doch alle vor lauter Kraft schon gar nicht mehr laufen. Wir wären alle wandelnde Popeyes und dann wird der Spinat rationiert. Es ist irre, wir mussten uns so schnell umgewöhnen. Na, gestern noch, schalten Sie ein, das Corona-Spezial, zack, am nächsten Tag schalten Sie ein, das Ukraine-Spezial, bleiben Sie dran. Die Kriegsnacht im Live-Ticker, der Panzer der Woche. Und über Nacht haben wir auf einmal eine ganz neue Inflation bekommen, eine Experteninflation. Na, nach all den unzähligen Corona-Experten und Hobby-Virologen kamen auf einmal aus dem Nichts die Experten der Außenpolitik, die Ostexperten, die Militärexperten, die Russlandexperten, die schwere Waffenexperten, die Transatlantikbrückenexperten und alle hocken beim Lanz. Du wirst heute so schnell. Du musst so aufpassen, du wirst heute so schnell Experte für irgendwas. Na, einmal in der Eisdiele am Zitronensorbet gelascht, schon bist du Experte für Polarforschung. Wirst verhaftet, musst dann dahin. Das ist echt verrückt. Dann natürlich, nachdem der Krieg ausbrach, Ende Februar kamen sofort die Verhaltensexperten, die Moralexperten, die sagen, ja, darf man in so schwierigen Zeiten überhaupt noch, also wo ein Krieg vor unserer Haustür tobt, weil alle anderen, die weit weg sind, die waren ja ohne, aber vor der Haustür darf man da überhaupt noch Witze machen, darf man noch auf die Bühne gehen, darf man noch Satire machen. Hey, natürlich, man darf nicht nur, man muss sogar. Also hör mal, wir haben jetzt über 2 Jahre vor Corona gekuscht. Sollen wir jetzt vor einem testosterongesteuerten, minderwertigkeitskomplex beladenen, zu einer Kampfhundfresse hingelifteten, schizophrenen, aufgedunsenen, paranoiden Despoten vor einem Massenmörder und Völkerrechtler, sollen wir da jetzt klein beigeben? Niemals! Nimm das, Putin! Ja, jetzt ist er aber. Hä? Wenn seine Berater dem morgen sagen...